Nee, no. du kannst es nicht. Okay. Also ich mein Stiefbruder. Ja, ja, ja. Erst ein nach Paraguay? Ja, ja. Die erst in Paraguay geboren und gestorben. Nicht er, seine Frau starb. Oh, okay, und er lebt danach? Ja. Ja, allein? Er hat sich nochmal befreit. Oh, okay. Und aber du hast auch dann Scharlachfieber? Dort wie in China, ja. In China, ja. So dann da gab es Typhus in Scharlachfieber. Und du und deine Schwester wurde dann krank. Und sie ist gestorben, du es. Jetzt leben die andere Schwester, sie war nicht krank? Nein. Meine beiden Schwester musste in China deinen. Aus Husmärtes, okay. Ja. Okay, für Chinesen. Und die Lynch, die zweite Schwester, die er wirklich kriegt Typhus. Mhm. Und zwei von ihren Kindern auch. Die kommen in ein Privatkrankenhaus nennen. Und waren alle drei gesund. Oh. Und Lynch wird auch angesteckt. Die kommen im oben Krankenhaus nennen, natürlich. Da, wo wir noch Stuhl brauchten. Aha, und sie starb. Und sie starb. Was ist Typhus zu dir? Was schafft das? Oh, das ist dann diese Fieber, Hochfieber, oh. An 42 Grad. Und, okay. Aber die hatten dann Medizin, die andere hatten? Ja, ja, Medizin und oh, die lagen sehr krank. Oh ja. Da in China, als wir waren, über die Grenze gegangen, da starb uns das erste Mal Großma. Die waren unterwegs auf der Flucht angestellt mit dem Fertig. Und wahrscheinlich hat sie sich innerlich verletzt. Die starb darum. Und dann starb mein jüngstes Halbbruderchen. Das war ein Jahr alt. Von was? Lungenentzündung. Oh, okay. Und dann starb Lynch und Typhus. Und Ma war bruchoperiert. Und ich lag und Scharlach im Krankenhaus. Und meine beiden Halbgeschwister, die kleine Katja, die war ich. Die lagen alle beide auch an Typhus krank. Am Krankenhaus. Aber die waren gesund. Da war wie 2 Jahre. 2 Jahre. Das war alles in 2 Jahren. Huh. So. In China. Die deine Familie dann denkt, oh, wir hatten sollten in Russland bleiben, dann wird das nicht passieren? Oder denkt ihr nicht so? Das dachte ich. Oh. Ich war 10 Jahre alt. Und sie das auch einmal gesagt, wenn wir in Russland geblieben, nicht auf der Flucht gekommen, dann würde Lynch nicht gestorben sein. Dann sagte der Schwiegervater, nein, dein nicht, aber dann hat er sie mir genommen und Sibirien geschickt und dann dort geschossen. Und du dachtest, Peter, die dann mein Sester, ja? Klar, so dachte ich das, aber das sehe ich auch nicht. No. Aber das könnte auch schlimmer für die Chingers auch in Russland sein, wenn es da dann auch viel Chingers nicht genug Eten kriegen und so was, ja. Das Eten wie immer sehr schwach, ja. Ja. So, ihr könntet sowieso in, vielleicht da auch nicht ewig, das ewig leben, auch nicht in Russland. Na. Und dann würde ich nur in Russland nach Hause. Zudem, die nehmen da nicht bloß die Männer. Mhm. Die nehmen die Chinger, nehmen sie Weichenstrapte, die in ein Kinderheim nennen. Und die Frühs musste auch mit nur Huden, Huren, Nude. Ja, arbeiten. Ja. Sich dort arbeiten im Wald. Ja. Doch, und wo ich vertraue. Ja. Ja. Ja, das war jetzt die Frage dann. Okay, und dann. Nun, vertell mir von deinen Schauljahren in der Schau, wo das wie du in Lechter, Schiele, und wo wir deine Lehrer studieren und so was. Et werden, et lehren und lehren auch leicht. Mhm. Et hat keine Schwierigkeiten. Nein, no, das war ein Stück, denke ich. Ja. Nein, no, et hat keine Schwierigkeiten gehabt. Was dich interessiert, denkst du, was studieren das zu dir? Lesen und schreiben und reden lehren wie in der Schule. Okay. Und ein bisschen Erdkunde. Was wie die Masterfach? Erdkunde? Ja, ich wollte noch. Nur auf dem Landkort oder auf dem Glöckes. Aber falsch und so, was musst du dann immer lernen und kannst du das nicht? Ja, ja, aber das kann ich auch noch. Ja. Da ist zum Staunen, wie viel du noch kannst. Das habe ich gut gelernt und das auch. So, das interessiert dich dann auch zu dir? Ja, sehr. Ja, ja, ja. Hat ihr dann Bücher zu lesen? Hat ihr so eine kleine Bibliothek? Nein, wir haben mal sehr wenig. Das meiste, was wir lernen, schreibt der Lehrer an der Wandtafel und ich schreibe auf der Tafel ab. Ja. Und dann lernen wir dort.
Oh, that's the Erdkunde so, the Heimatkunde so, and Grammatik, and Rechnen, that come all up a TOEFL geschrieben. Du hast nicht viel Raum auf so einer TOEFL. Das wird nicht alles. Ein Tag wird dort und ein Tag wird dort. Okay. Okay, dann musst du dann. Und von der TOEFL wartet ihr dann nachher mal aufgelascht. Ja. Ob das, was ich meine, weil konntest du das lang behalten dann, wenn das, was du laschet und das nächste abschieben? So wie dort, so krank. Ja. Na, die Grammatik zum Beispiel, ja. Das Rechtschreiben, mhm. Das muss ganz auswendig lernen von an der TOEFL. Oh ja. So, das wollten wir noch von dort. Ja. Rechnungen auch, wenn wir die von vorher gerechnet haben, wenn wir eine Schule brachten am anderen Tag, dann musst du die verlesen und dann, wenn sie richtig wären, dann wird gut. Wenn sie falsch wären, musst du das nochmal schreiben. Ach, die auch dann Bibel lehren oder wird das für die Sünderschule? Na, das ist für die Sünderschule. Das bin ich für die Schule. Das bin ich. Nee. Ich finde, ich glaube, wir haben nicht Religion gehört in der Schule. Okay. Okay. Aber wir lehren Leid, das Nationalleid. Mit den Nationalhymnen. Von Deutschland oder auch von Russland? Das immer in Russland. Oh, ja. International. Internationale heißt das Leid. Okay. Und darum, wir einfach, uns kann kein höheres Wesen retten, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu retten, das können wir nur selber tun. Und wie Schüler, wie wir, immer gute Sonderschüler, so und so wie mich. Musste das aber sehen und dann dichten wir uns das an. Dann sagen wir, uns kann ein höheres Wesen retten, nur Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu retten, das können wir nicht selber tun. Aber das, ich weiß nicht, ist der Lehrer dort nicht angeworden, oder was, wenn sie hat, noch gesagt. Und wie das jene Idee oder jene ältere Idee dort zu weizen? Ältere Schüler. Oh, der ältere Schüler wie eine Sester. Oh ja. In ihrer Klos. So werden wir uns dann auch. Kreid. Dann können wir doch nicht sehen. Das ist gut. So eine Probleme habe ich nicht in nee. Zu dieser Zeit, ne? So was würde ich nicht. No. Imagine. Wie sieht letztlich aus ein Kind? Ich weiß, du hast viel Angst. Ja, na, und so ist ein Kind dann es. Und du freitet sich immer gehieltet. Ja. Aber wenn du denkst an deine ganze Chinga, du würdest sagen, dass wir eine gute Chinga. Nein, ja, sicher. Solange man die Mutter hat. Mhm. Das wird hart, ja. Deine Schwester wieder dann Ella aus die, die Geschichte erzählt von deinem Papa? Oh. Jo. Ja. Wenn sie schon da auch am besten dann, ja? Jo, der Chan, die haben mir vorher mal was erzählt. Oh ja. Und ich habe dann all seine Katja, meine Halbschwester, die wird dann all wenigstens 5 Jahre. Und dann sagt, die hört sich dort dann immer an. Mhm. Dann sagt sie mit einmal, ich leib jung paar wie viel besser aus uns. Dann sagt, uns wir werden nicht mehr in der Region gut von unserem Paar verteilen. Das wird gefährlich sein, wenn dein Paar das hört, ja? Ja, das wird für das Kind nicht gut. Ja. Und kannst du mir was von dir noch? Willst du die Hochschule gehen? In Paraguay Hochschule? Was war deine letzte Klasse dort? Siebende Klasse. Okay. So dann, wenn du vorher mit der Dabschule wirst, dann was willst du? Nein, ich sitze auch bei dir. Für wem? Ich muss ja das verdienen. Jetzt wird zehn Jahre Mädchen erst und dann nachher wird es auch Tschetschen und so weiter. Ich habe auf viele Städte gedacht. Für mennitische Familie? Ja, ja. Wir wohnen ja in Kalnie, ja. Da wäre bloß Minister. Oh ja, okay. Und wieder eine Arbeit, die sehr gut ging? Und dort die Hausarbeit, was eine Leben lang muss. Ja. Kochen, abforschen, Tschengen, Boden, Nähe, ja. Alles. Alles die selbe Sache, die du willst ja. Zustellen, oh, ja? Und wie bei Kliwasch? Na ja, bei Kliwasch wird 2 Jahre. An einer Familie. An einer anderen Familie werde ich 1 Jahr. Und dann sieht viel die Hebamme zum Beispiel.
Ich hatte kleine 10 Jahre. Und wo ein Baby geboren war, die war da alle tot geboren. Mhm. Wenn ein geboren war, konnte die Mutter von der kleinen 10 Jahre nicht waschen. Mhm. Und sie sagt immer, wenn sie mich brücke, bringt mir ein Mädchen, was bei meinen 10 Jahren ist. Ah, das ist ja. So, dass ich dann an viele hießen gewesen, sie wurden Baby ankommen soll, kommen sie erst zu mir holen, okay. Und dann haben sie die Hippen mit. Ah, okay, okay. Wie du insofern, dass die nicht schön ging, dass du dachtest, wenn ich nicht mehr, das muss abwaschen oder das muss dann oder das wird... Daran war ich überhaupt nicht gefragt. Oh, okay. Und daran hat man noch keine Gedanken. Oh, okay. Das Leben bestimmt eine Hausarbeit. Ja, ja, okay. Deitst du uns was verspost, der Volleyball spielen oder uns was am Sonntag oder so? Ja, ja, wir haben Kronzball gespielt und Hasch-Hasch gespielt und viel Musik gemacht. Okay, kannst du Musik machen? Wir haben auch eine Gitarre. Okay. Wir singen und deine Begleiter auf der Gitarre. Papa hat eine Fiddle. Oh, okay. Und andere hat eine Mandolin und einer hat eine russische Balalaika. Ah, und dann die anderen würden singen. Die singen dann bei anderen. Andere singen und dann singen mit der Freund. Ah, okay. Aber nicht tanzen? Nein. No. Nicht tanzen. Dort wie die Ärzte sind. Was wir noch sind, das wird interessant mir hier. Was noch sind wir? Ja. Was wir mit die Klimas? Hä? Was wir die Klimas? Die Klimas, was da noch war. Ah, was da noch war? Na, da habe, hast du dann auch nicht gespielt, da habe ich dann bloß eine Arbeit. Von der Sonne abging, bei der Sonne raufging? Bad klagt hier noch ein Hund. Wann fange ich an? Na, der hat für seinen Abgang. Dort wird was klagt tief sein, klagt aus? Wo die Klagt dann gewesen ist, und die Klagt hat mir nicht recht. Wenn die Sonne abging, dann muss es frisch die Zellerei sein. Oh. Wie's. Da wie der Schulleiter von der Zentralschule. Okay. Und Frühtlieber hat auch noch ungerecht in der Schule. Und der hat 13 Jahre, 3 Jungs, kleine. Okay. So, da wir immer was zu tun. Ja. Da wirst du 2 Jahre. Da wirst ich 2 Jahre, ja, das sehe ich jetzt. Und die mochte die? Du deitest gar mit der Früh? Na, doch mal, wenn es die. Früher die hier das einmal, wo der Hartmut sagt, Liesel, wenn du mal heiraten willst, dann will ich dich heiraten. Dann sollst du meine Frau sein. Du bist ein kleiner Botzi. Dann lacht Frau Lieber und sagt, ich bin ja nicht so sehr für Schwiegertöchter, aber die Liesel wäre mir schon recht. So, das ist der erste, dass die wohl befreien. Wäre da noch andere oder wäre der zweite Opa? Das wäre der erste. No, das Jung wäre der erste. Das kleine da. Das wäre der zweite dann. Da wäre der zweite, ja. Guck dir gerade auf den letzten. Ja. Ja. So, vertel mir von anderen Sünden, was ihr könnt tun. Wie soll auch nicht viel Liebesleider singen? Das wäre auch nicht gut. Oh. Wenn ich nicht direkt Sünde, aber das könnte Sünde verfehlen. Ja, aber die letzte Geschichte vom Sturm sollst du noch vertragen. Es ist von Jebed? Ja. Da kommen wir nach. Das kann ich dann noch vertragen. Okay, well, ja, das du noch. Okay, erstmal Frage. Schauen die einander und dann wo die Taub kommen? Oh, na, wir sind von klein ab Taub gewesen. Als ich anfang mit Schulden wohnte, dass wir nach in Lingnau. Das Jahr, wie nach dem ersten Jahr, wie noch nicht ganz zu eng, dann tragen wir auch noch Amor. In Russland, mhm. Im Osten. Okay. Und als sie da hinkommen, dann hat die Schule da all angefangen. Und ich kam in die Schule, in die Klasse, wo Papa war. Und dann hat sie wie die ganze Schule, die 7 Jahre, top an eine Klasse gewesen. Immer. Und dann wie ihr Freund? Na, das kann man wohl sagen. Der ganze saß Jahr. 7? Saß Jahr. An ihr saß. Die erste hast du in Sibirien gewohnt und ich am Süden. Okay. Ja. Ich habe 2 Jahre in Sibirien und du hast 2 Werte oder was, Monat. Und ich habe auch 2 Monate ja. In Sibirien. Ja. Aber wir gingen das erste, zweite, taub, das zweite, dritte, ja. Und vierte und fünfte. Ja.
Dann du fängst an zu arbeiten. Opa geht auch dann arbeiten oder geht er dann mehr Schule? Er wird eine Schule. Ja, der kann nach Zentralschule gehen. Oh, okay. Aber du darfst nicht? Nee. Würdest du wählen? Na, no, sicher, ich habe ihr Rot, aber ich bin froh, dass ich nach der 7. Klasse da schon gehen kann. Ah, weil du musst arbeiten? Ja. Aber meine Schwester, meine Eltern, die sind nicht so kräftig als ich, nicht so gesund. Mhm. Ich kann nicht so viel arbeiten als ich. Die darf zur Trotschule gehen. Die ist dann noch ihr Leben lang meist Lehrerin gewesen. Oh, so deine Eltern wollen nicht, dass du jetzt ein bisschen länger der Schule und dann vielleicht als Lehrerin wurde? Da dachte die nicht daran? Da wird kein Geld haben. Oh, okay. Ich habe ein Jahr, nee, wir kommen um Chaco, dann wird 13 Jahre. Und dann fängt die Schule wieder an. Und ab unserem Hof, da wird ein bisschen wohl auf dem Hof. Da unter den Beinen, da war wir ans erste Schuljahr. Ah. Oh. Dann wir kommen auf den Stab. Keiner hat ein Haus, wir wohnen in der Bude. Und die Schule war dann noch nicht gebaut. Da gehen wir dann nach einem Jahr. Nächstes Jahr war die Schule gebaut und dann gehen wir dann noch ein Jahr. Mm. Und so dann hat er die Uche gewonnen. Das zweite Jahr soll ich endlich auch nicht gehen. Wie es passiert, wir haben kein Geld, wir können das nicht betonen. Mhm. Und ich rot. Mhm. Der andere, der war Liesedorf, seine Schwester, Peterdorf, Ernst Peterdorf und Niebuschjahr. Wir waren alle so in einer Klasse. Und du machst das nicht. Und ich soll nicht. Und dann fällt ein paar mit einmal wie, er hat zwei kleine Wieder, wie ich jetzt rede, vom Koch auf dem Chef. Mhm. Ich sagte ihm, hat die halbe an der Kirche. Und der Koch, der kauft ihm das Bierchen, sagte, wenn du in Paraguay kommst, dann wirst du die Brücke. Spanisch. Spanisch. Spanisch, Dietchen, Dietsch, Spanisch. Oh, okay. Oh, like a dictionary. Dictionary. Oh, okay. Und der kauft ein Boot dem Lehrer an. Und für das Bierchen darf ich dann noch in Jona schon wohnen. Wow! Ja, das wäre die Zeit, da hat man kein Geld. Mm-hmm. Für keine Dummheit. Und was denkst du, diese Zeit wird eins an Dictionary $30 kosten und ein ganzes Schuljahr und ein Privatschul wird $3,000 kosten? Ja, das wäre dann alles andere Rechnung. Mhm. Mm-hmm. So, nun denkst du arbeiten und du denkst du schon gehen, wann die dich treffen? Auf den Ohren fahren, als ich die Arbeit hat und er ausgelehrt hat. Die Zentralschule, die hat ein Internat für die Jungs, die von weit aufwärmen. In Philadelphia wieder im Chaco. In Anstatt zum Beispiel das letzte, dort wird 20 Kilometer auf. Mhm. Und dort muss mit Asse immer gefahren werden. Und dann wäre die Schüler da im Internat. Schleipe da. Schleipe da und kriege doch Eten. Mhm, okay. Und das musst du deine Eltern... Das wäre ein großer Hof. Ja. Ein großer Hof. Und da sieht wir die Schulhäuser in die Stube für die Jungs. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite wie die Lehrer. Und da haben wir ein Eetzoll. Und da wären die Mädchen. Mhm. Und da wäre auch das Mädchen. Mhm. Da hat ein zwei Jahre. Oh. So, da wäre bloß ein großer Hof zwischen uns. Musst du ihn Eltern für das betonen, das Wohnen, das Eten da? Ja, so schaut es vom Hof aus. Das war hier nicht wohl, das war ein bisschen aus. Mhm. Ja. Aber hat eine Familie noch Geld, um das betonen? Das wäre dann ein bisschen besser, ja. Mhm. Das wäre dann dicht um 20. Mhm. Ja, okay. Und dann, wann fang ich an zu spazieren, nicht so als Freunde, aber als mehr als Freunde? Oh. Das weiß ich gar nicht. Ich habe immer dort spaziert. Alle Tag. Immer in der Gruppe. Und woran denkst du nicht seinen Bruder befreien oder wem anderen befreien? Mit seinem Bruder? Ja. Er wird der Älste. So, du hast schon Utwald, du musst diesen Mann befreien. Nee, ich habe. Andere hat auch geschickt, aber das wird ich eben gut, ne? Mhm. Aber wir haben uns getroffen, können uns mal spazieren.